Freiburg hat am vergangenen Freitag den Sprung in die Playoffs perfekt gemacht. Aber das Spiel gegen die Landshut Cannibals war wahrlich ein hartes Stück Arbeit. So hart, dass der Begriff wohl Kampf um die Playoffs-Tickets neu definiert wurde. Freunde des Boxsports haben ihre wahre Freude am Spiel des ERC Freiburg gegen Landshut. Aber auch die Fans der vielen Eishockeytore kommen auf ihre Kosten. Natürlich vor allem die des ERC, der am Ende nämlich mit 7:4 gewinnt. Vor 2100 Fans fällt die Entscheidung im letzten Drittel. Dort führen die Gäste aus Landshut zwar noch mit 3:2, aber Dan Del Monte, der ERC-Scharfschütze, gleicht aus. Nur eine Minute später folgt dann dieser Pass und dieses Foul an Peter Marisch. Penalty für den ERC, eine Sache für Steve Palmer. Palmer erzielt seinen 33. Saisontreffer. Der ERC dreht das Spiel. Und Gästetrainer Bernie Engelbrecht, der dreht gleich durch. Zunächst aber erzielen Dan Del Monte und Peter Marisch das 5. und das 6. ERC-Tor. Das Spiel ist entschieden und dennoch wird es jetzt richtig hektisch auf dem Eis. Zunächst erhöht Robert Brezina auf 7:3 und danach geht's gleich zur Keilerei mit Landshuts Matthias Wittmann. Dann kommt der Auftritt vom wilden Bernie Engelbrecht. Auf die Schiedsrichter will der Gästecoach losgehen. Spieler schützen den Schiri vor dem eigenen Trainer. Das gibt's nicht oft. Der Grund für die ganze Aufregung, Landshuts Raphael Kapzahn wird vor dem 7:3 von einem Stock am Hals getroffen. Er kriegt für kurze Zeit keine Luft mehr und muss das Feld verlassen. Was ist da passiert? Ich habe einen Move gemacht und wollte ihm durch und er hat gebückt und mein Schläger ist aus Versehen ihm irgendwo hier getroffen. Aber ich meine, das war kein Hochschläger, er war gebückt und das war ohne Absicht. Ich meine, der hat einen Stochstich gekriegt, genau in Halsreihe. Das hat auch jeder gesehen, außer dem Schiedsrichter. Und dem geht es natürlich jetzt wieder besser. Aber trotzdem, ich finde, sowas gehört halt bestraft. Bestraft wird Steve Palmer für diese Aktion tatsächlich nicht. Aber mit Absicht hat er den Landshuter sicher auch nicht verletzt. Er will vorbei und trifft ihn dabei einfach unglücklich. Das Spiel, es wird in den Schlussminuten härter. Es hagelt Strafzeiten und Fäuste. Keiner will klein beigeben, denn schließlich könnte es bald ein Wiedersehen der beiden Teams geben. In den Playoffs nämlich, die der ERC jetzt erreicht hat. Ja, wir haben gar nichts erreicht. Meine Ziel zumindest war nicht nur die Playoffs zu erreichen. Das war die erste vier und was zu schaffen in den Playoffs. Und mindestens im Finale oder Meister zu werden. So, wir haben gar nichts geschafft. Die Wölfe wollen also was reißen in den Playoffs, in denen sicher wieder die Boxfans auf ihre Kosten kommen werden. Und natürlich auch die, die gerne viele Tore sehen, so wie beim 7:4 des ERC gegen Landshut. Also werfen wir noch schnell einen Blick auf die Tabelle in der zweiten Eishockey-Bundesliga. Und wir sehen, der ERC Freiburg steht auf Platz 6 mit 87 Zähler. 3 Spiele sind es noch für die Freiburger. Das heißt, man kann noch auf 96 Punkte kommen. Platz 3.